Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part hat sich Jin uns erstmal angeschlossen, weil er wohl mega geschwächt ist und auch gar nicht so wirklich kämpfen kann. Und wir suchen jetzt erstmal unsere anderen Gefährten und ja, machen wir direkt los. Weiter. Puh, ich habe absolut keine Ahnung, wo wir lang sollen. Nun, zurückgehen fällt flach, also gehen wir einfach weiter vorwärts, würde ich sagen. Ja, tja, einen anderen Weg sehe ich auch nicht. Wir müssen uns wohl irgendwie einen Weg durch dieses eingestürzte Gebäude da suchen. Wir müssen uns vorsehen, Jin wird uns in seiner jetzigen Verfassung im Kampf keine große Hilfe sein. Wir haben weniger Kämpfer zur Verfügung als sonst. Wir dürfen uns nicht unnötig in Gefahr bringen. Recht hat sie. Das ist ja teuer. Bildet ist jetzt Rex Klingenpartner. Okay. Versuche, Morak nachzueifern und Bridgets Macht zu. Zur vollen Entfaltung zu bringen. Entfaltung. Gucken wir doch mal. Wir können es wegteleportieren, ernsthaft. Tatsache, Bridget ist da. Warte mal. Er ist einfach nur da. Denn nicht mal eine Klinge, gar nichts. So, genau, sie hatte ich auch relativ weit gebaut. Da bin ich jetzt froh drüber. Das bleibt jetzt mal alles so. Ich glaube, unsere neue Ausrüstung, die wir da hatten, für den Kampf gegen Jin und... ja, Malus, hat einiges gebracht, schätze ich. Auf jeden Fall haben wir es gut hingekriegt, nachdem wir da zweimal übelst gefällt haben. So, wir wollen irgendwie da durch. Am besten auf die Rückseite. Oder wir gehen einfach hier links lang. Come out, come out. In my experience. Mit Morak haben wir natürlich einen Tank, was ganz geil ist. Problem ist halt nur... Stürzer Wolkenkratzer. Jo. Oh, haben wir ein Gespräch. Direkt angucken. Und wir dürfen. Moment. Aber erstmal die Kiste. Treasure acquired. Nice. So, jetzt aber. Uns fehlt. Mr. vs. Bridget. Voll die vollen Charaktere, aktive Klingen. Hm. Schade. Sollten wir uns vielleicht merken, dass wir Drohmarch brauchen? Ah, komm her. Gut, hier dürfen wir auf jeden Fall nicht weiter. Wo können wir sonst lang? Da hoch? Nee, oder? Sieht's aus, als wenn man dahin. Nee, ist nicht gewollt. Ich dachte, er wäre vielleicht so ein kleiner versteckter Gang. Okay. Da ist auch die Rückseite davon. Können wir irgendwas anderes machen? Sieht momentan ein bisschen schlecht aus. Aber kamen wir von hier nicht? Doch, von hier kamen wir. Wir entfernen uns auch gerade irgendwie. Er hat ja gesagt, durch das Gebäude. Theoretisch müssen wir da irgendwie reinkommen. Wirklich lang. Okay. Ja, perfekt. Dann sollen wir hier höchstwahrscheinlich auch lang. 54. Aguanfürst. Sieht aus, wäre es einer. Komm mal her. Ach nee, Jin hat sich Ärger. Anchor shot! Ha!
So, komm mal her. Das sieht überhaupt nichts mehr. Aha. So ein Ding bist du. Wow. Was macht denn da alles? Hat ihn hochgeschleudert und direkt wieder runter und alles überhaupt und sowieso. Krass. Komm out, komm out. Ist hier noch irgendwas? Ich wundere mich, ich sehe genauso viel wie ihr. Irgendwie nicht viel. Ich weiß, dass ich hier hüpfen kann. Okay. Ja, das war's schon. Oder ist da noch ein. Doch, hier ist noch eine Tür. Hier können wir klettern. Achso, was soll denn das? Ah, du kannst sonst nichts. Das brauchen wir sie überhaupt nicht. Kann aber sein, dass wir es noch brauchen. Sie können ja nicht immer ihre. Wow, Jin macht so viel Schaden. Das Problem ist, ich sehe nichts. Okay, hier ist scheinbar eine Wand. Was wirkt das so? Hier können wir klettern. Tun wir es einfach mal. Okay, da geht's hoch. Uah, was war das denn? Noch sieht es aus, als wenn wir weiterklettern können. Dann habe ich die Kamera wahrscheinlich nur ein bisschen blöd gedreht gerade. Sollen wir hier lang? Auf jeden Fall ist es hier heller, das ist schon mal gut. Wow, oh Moment. Kann auf die andere Seite? Ups. Perfekt. Goldener Sonnenstein. Hm, ist der wichtig? Nein. Rex, wieder hoch. Ich will darüber springen. Ich muss ein bisschen früher springen. So. So. Gucken wir mal weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt unten nichts verpasst. Weil da irgendwie auch so eine Tür ist. Oh, Kiste. Oder ist das optional hier? You're all mine. Open up! Oh. Da müssen wir mal später wieder hin. Come out, come out. In my experience. Das hier wirkt ziemlich optional. Oder? Nee. Ich mal weiter, okay. Nee, wir sind, glaube ich, richtig. Schnellstraße 8. Okay. Was ist das für ein Ding? Das sieht merkwürdig aus. Ah, ein bisschen draufhalten. Passt schon. So, richtig fett Schaden machen. Wir müssen eigentlich nur ein bisschen zum Schwindeln bringen oder zum Schwanken. Wow, explodiert einfach. Gut, dass wir es überlebt haben.
So, jetzt sehen wir nochmal vernünftig. Okay, ich schreibe auch Schaden. Wenn ja, habe ich es gerade nicht mitbekommen. Oh. Hau mal ein bisschen drauf. Oh, es kommen zwei. Wieso? Hat sich das Target gewechselt? Na egal. Oh, der Dinker ist kaputt. Schöner Schaden. Ultra Slap. Anchor Shot. Ha! Oh, Finn kassiert ganz schön, wenn er einen Fokus bekommt. Der hat auch die ganze Zeit einen Fokus. Er zerstört so hart mit seinem Hochschleudern. Also die meisten Techniken sind stark, ich krieg sie nur immer nicht richtig ausgelöst. Das war umgeworfen, jetzt macht er den Rest, oder? Oder nicht? Schade. Schicker Schaden. So. Ich weiß gar nicht, ob wir in die richtige Richtung laufen. Nee, wir sollen. In die andere. Was bist du denn her? Erstmal Leben ranholen. Aber nicht einsammeln. Schön, jetzt geht's los. Haben uns gerade unsere Energie abgesaugt? Ist das quasi unsere Fähigkeit, glaub ich? Auf die Bälle müssen wir aufpassen, dass die halt uns nicht töten während der Explosion zum Schluss. Aber ich glaube, da kann man von weggehen. Oh, tot. Weil die hochgeschaltet sind, haut Jinji auch direkt wieder runter. Und dann sind sie eigentlich schon hinüber. Komm out, komm out. Haben wir da unten schon? Genau, von da sind wir durch das Gebäude. Ja, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal weiter. Okay. Okay, bring it on. Sword bash. Oh, schon mal ein schöner Schlag. Wow! Was war das denn? Jin, du bist übel stark. Oh. Was kriegen wir dadurch? Das umkippen. Oh, jetzt sind es drei. Wow, der Schaden. Oh shit, oh shit, oh shit. Bridget, du musst mal kurz herkommen. Alter Jin zerstört. Er zerstört richtig hart. Wir heilen uns erstmal. Und diesen Peitschen irgendwie nicht ganz klar. Die sind irgendwie zu langsam, zu schnell. Eigentlich zu langsam, aber. Das Problem ist irgendwie. Ja gut, das haben wir keine Heilung, ne? Brauche ich eigentlich nie wieder.
Wow. Jin, kannst du es mal kurz heilen? Ja, der Punkt ist perfekt. Oh, die Heilung. Warum macht schon so viel Schaden? Das ist ja der Hammer. Mit dem Schwert kommt besser klar. Irgendwie ist die Hitbox da besser beim Schlagen. Wenn Jin unten so bearbeitet hätte mit dem Hochschlag und sowas, dann wäre er richtig am Arsch gewesen. Aber wir haben Glück gehabt. Ich muss sagen, die sind richtig stark. Diese Viecher. Wir haben Glück, dass Jin die ganze Zeit so zerstört. Your fighting styles are as different as your personalities. And yet we could be considered two sides. So, da haben wir noch eine Kiste. Kriegen wir die ohne Kampf? You're all mine. Danke. Okay. Ah, Mist. Na gut. Die sind ja nicht ganz so stark, wie wir bisher festgestellt haben. Was machen die mit uns, wenn das passiert? Ah, bin ich froh, wenn wir unser Team wieder dabei haben. Oh Mann, oh Mann. Komm, hau drauf. Eins. Zwei. Und tot. Sobald wir sehen, dass der Hochschall ist, ist einfach tot. Ich weiß nicht warum, aber Jin macht damit so heftig Schaden. Ich würde sagen, die Meisterhänden sind schon eins der besten Sachen sogar. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es mega stark. So, umgeworfen ist er. Schön, machen wir es. Wir legen das nicht im Kampf richtig. Der würde uns immer noch voll kaputt machen. So, jetzt aber auch gleich was ich. Können wir gucken, was da noch zusammen wird. Oh, hätte ich ein bisschen warten sollen. Naja gut, das hat ja auch gereicht. Eigentlich brauche ich wie noch nie als Heilerin dabei und dann hätten wir eigentlich schon ein gutes Team. Jin ist ja mega stark. Na gut, dann haben wir das ja auch schon mal erkundet. Was das hier genau ist, dieses frostige Schild. Ja, was das bringt, wenn wir das aktivieren. Müssen wir mal rausfinden später. Also, jetzt haben wir keine Chance. Was mich nur gerade wundert ist, dass der Part schon fast wieder vorbei ist. Wow, das geht ja echt schnell. Ah, na gut. Dann halt nochmal kämpfen. Oh, gegen zwei. So. Alter, ist dieser Laser krank. Heftig. Wow, der Schaden ist heftig. Wow. Jin, du musst uns schon wieder aufheben. Und den musst du den Strahl ausweichen. Ich glaube, das geht, wenn wir einfach rauslaufen. Weil es in diesem Spiel ja nicht immer sicher ist dann.
Ja. Morchen. Wow. Gut, dass die Agorak gewechselt hat. So, wir sammeln das alles ein und die Heilung. Aber jetzt haben wir gewonnen. Gegen einen können wir irgendwie locker gewinnen, gegen zwei wird es plötzlich schon wieder problematisch. So, Pyro haut nochmal drauf. Lichtgeschwindigkeit. Ah, perfekt. Jin macht bestimmt jetzt den Rest, ne? Jawohl. Da wartet doch nur darauf. Nichts mehr? Schade. Gut. Sehr gut sogar. Ich will schon fast behaupten, wir beenden erstmal wieder hier den Part. Hier sind wir hochgekommen, oder? Nee, aber irgendwie hier vorne links gleich. Gegen die haben wir noch nicht gekämpft. Gut, dann beenden wir für erstmal den Part. Gehen dann beim nächsten Mal da vorne hin irgendwie weiter. Machen die beiden auf jeden Fall platt. Und gucken, was uns noch hier erwartet. Ich werde endlich mein Team zusammen haben. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.